Ja, ein etwas verschnupfter Moderator Lubeidi begrüßt Sie zu einer weiteren Ausgabe von Crop FM. Mein Gast ist heute ein weiteres Mal Magister Karl Hirmann. Und das Thema der heutigen Sendung ist die Baukastensprache Esperanto. Crop FM, the flexible radio show. Ja, es gibt auf der Crop FM Homepage auch eine News-Sektion und ich möchte dir auf die interessantesten News der letzten Wochen immer eingehen. Man fand Wasser auf dem Mars, beziehungsweise nicht wirklich das Wasser selbst, aber die Spuren des Wassers. Das aber ohne jeglichen Zweifel. Also Michael Malin hat es also bekannt gegeben als eine der größten Entdeckungen seiner Laufbahn. Es ist allerdings eine Tatsache, die Wissenschaftler wie Richard Hoagland schon sehr lange aufgestellt haben, beziehungsweise von der sehr lange schon gesprochen wurde. Nun ist es also offiziell, es gibt Wasser auf dem Mars. Wer mehr darüber wissen möchte, auf der cropfm.mur.at Seite in der News-Sektion. Ja, mein Gast, wie schon gesagt, Magister Karl Hirmann. Als er das letzte Mal bei mir zu Gast war, hieß das Thema das UFO-Phänomen. Heute wollen wir über Esperanto sprechen. Beschlossen haben wir die letzte Sendung mit der Frage, was würde passieren, wenn morgen im Central Park die UFOs landen? Nun, man könnte versuchen, mit den Wesen, die da aussteigen, Esperanto zu sprechen. Aber das ist sicherlich nicht der Zweck, für den die Sprache ursprünglich entwickelt wurde, von einem gewissen Ludovico Lazzaro Samenhof, geboren am 15. Dezember 1859. Das heißt, wir feiern heute gleichsam seinen Geburtstag. Er würde also 141 Jahre alt geworden sein. Und dieser Mann hat vor ungefähr 100 Jahren, kann man sagen, ein bisschen mehr ist das schon, also auf 120 Jahren ungefähr, hatte er die Idee, eine Sprache zu erfinden. Wie kam er eigentlich drauf? Ja, ich begrüße. Ja, Moment. Hört man dich? Ja, begrüße. Man hört mich noch nicht. Ja, doch, jetzt schon. Falsches Mikrofon. Moment, immer da. Schreibst du noch einmal? 1, 2, 3. Yes, bonan vesperon. So, jetzt da. Ja, Bonan Vesper. Okay. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, wir haben also das letzte Mal darüber gesprochen und besonders Sci-Fi-Fans werden also jetzt ins Diskutieren kommen. Denn in den Periroden-Romanen, da gibt es bereits das Interkosmo, wenn nicht eben per Telepathie kommuniziert wird, was würden wir also wirklich machen? Aber es geht jetzt wirklich darum, was sollen wir auf der Erde machen? Es gibt auf der Erde etwa 3500 Sprachen, ja. Hauptsprachen, und dazu kommen etwa 15.000 Dialekte. Und in der Geschichte mussten eroberte Völker die Sprache der Eroberer erlernen. Denken wir doch an die Römer im Mittelmeerraum. Mhm. Und da war jahrhundertelang die Hauptsprache eben Latein. Und dies war demütigend für die niedergerungenen Völker und erschwerte auch späteren Generationen den Aufstieg zu wichtigen Ämtern oder in der gesellschaftlichen Rangleiter, zum Beispiel standesgemäße Ehe und so weiter. Und auch heute tun wir uns schwer, in einer für uns fremden Sprache gegenüber einem sogenannten Native Speaker
der also da geboren wurde, wo eben diese Sprache hauptsächlich gesprochen wird. Und so kommt es mitunter zur Sprachhegemonie, also Vormachtstellung in allen wichtigen Dingen auch heute noch. Wer als Angehöriger einer Großmacht in seiner Muttersprache mit Menschen anderer Nationalität verhandelt, wird bei gleicher Intelligenz immer im Vorteil sein, weil er sich leichter und gewandter ausdrücken kann. Der andere ermüdet schon, ihm zu folgen. Nicht? Ja. Und Fazit, wer in seiner Muttersprache spricht, hat immer Vorteile. Und wer in einer für ihn fremden Sprache spricht, hat gegenüber dem Native Speaker immer Nachteile. Es beginnt beim Mokieren über den Akzent bis zur aggressiven Fremdenfeindlichkeit, Unsicherheit, Sprechangst, Minderwertigkeitsgefühle bei Angehörigen einer Minderheit etwa. Und ähnliche Gedanken wird schon Platon gehegt haben, als er vor 2500 Jahren das finde ich recht interessant. Eine Einheitssprache, nämlich für Diplomaten, schon forderte, damit keiner gedemütigt wird und keiner dem anderen gegenüber im Vorteil ist. Also man muss da schon sagen, Zamenhof wollte nicht Nationalsprachen abschaffen, sondern er wollte ergänzend dazu eine möglichst leicht erlernbare Weltsprache einführen. Richtig, man hat sie auch lange Zeit als Welthilfssprache genannt, so war es gedacht. Aber die wenigsten wissen, dass es eigentlich 900 Versuche gab, bisher ungefähr 900 Versuche in den letzten 150 Jahren, eine Welthilfssprache zu schaffen, und zwar eine Plansprache. Und Leibniz und Descartes haben schon sich Gedanken gemacht über eine mögliche Einheitssprache, und sie meinen, dies müsse auf mathematischer Grundlage möglich sein. Und Zamenhof kommt eben aus einer Zeit eines Jules Verne. Da wurden viele große Würfe gemacht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich denke an den jungen Edison, an den Sprechapparat, den Phonographen und später an den Kinematographen. Nicht 1895 die erste öffentliche Vorführung eines Films in der Pariser Akademie der Wissenschaften und so weiter. Und er ist also nicht, Zamenhof ist nicht der Erste. Er ist polnischer Jude, spricht, nachdem sein Vater Mittelschullehrer war, schon in seiner Jugend etwa 6 Sprachen. Und vor seinem 18. Lebensjahr, vor der Matura, gibt er bereits eine erste kleine Broschüre heraus. Also seine Freunde sprechen mit ihm in dieser Geheimsprache, natürlich eine romantische Sache für die Jugend. Aber sein Vater hält das viel zu gefährlich für das damals, also diesen Teil Polens. Er ist also 160 Kilometer von Warschau geboren worden, in Bialystok. Und Vater hält das viel zu gefährlich in einer solchen Zeit, weil eben solche revolutionären Gedanken zu hegen war also gefährlich. Mhm. Und wir werden dann auch sehen. Und er hat dieses Jugendwerk von Zamenhof dann vernichtet, ne? Er hat es versteckt. Wir wissen es nicht genau, was damit passiert ist. Er hat es ihm weggenommen. Und erst knapp 10 Jahre später, als er also fertiger Augenarzt war, er hat auch in Moskau studiert, da gibt er also 1887 dieses kleine Werk heraus. Diese Broschüre nennt sich La Internacia Linguo de Doctoro Esperanto, also unter dem Synonym die internationale Sprache des Dr. Hoffenden, wie er sich nennt. Also Esperanto heißt der Hoffende. Der Hoffende eigentlich, ja. Ja, es ist so, dass eigentlich auch heute noch das Problem besteht, trotz weit verbreiteter und auch benützter Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch. Denn eine parlamentarische Sitzung in der EU wird ja in verschiedenen Sprachen geführt. Man braucht sich das im Fernsehen nur anzusehen. Mhm. Und wer die gerade vorgetragene Sprache nicht beherrscht, muss sich mit den mehr oder weniger gekonnten Übersetzungen aus dem Kopfhörer begnügen. Und dazu ist interessant zu wissen, welche Verschwendung da getrieben wird. Es werden etwa 50.000 DIN A4-Seiten monatlich in mindestens 9 Sprachen übersetzt, monatlich. Also in der EU. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie viele Sprachen müsste, ich will jetzt provokativ sein, ein Österreicher sprechen, um sich mit seinen Nachbarn verständigen zu können? Ja. Also da wäre zuerst einmal, also die nicht Deutsch können, Italienisch, Serbo-Kroatisch, wobei das eigentlich aus Slowenisch, Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Makedonisch besteht, seit Jugoslawien auseinandergebrochen ist. Dann im Osten Ungarisch, im Norden Slowakisch, Tschechisch und im Westen eine Minderheit, Schweiz, so Rätoromanisch. Nicht? Wie ist eigentlich Zamenhof auf diese Idee überhaupt gekommen, als junger Gymnasiast eine universale Sprache zu erfinden?
Er hat bereits in seiner Kindheit eigentlich Pogrome miterlebt, ja. Und er hat gemerkt, wie groß der Hass zwischen den verschiedenen Völkergruppen dort, also 5, 6 verschiedene Völker auf kleinem Raum einander gegenüber ist. Und er hat zusehen müssen, wie einer alten Frau zum Beispiel mit einer Eisenstange der Kopf eingeschlagen wurde, einem alten Mann die Augen ausgestochen. Und solche Erlebnisse hat eben dieser Jugendliche bereits gehabt. Und er hat dann eigentlich sich gedacht, er muss das ändern. Also seine Wunschvorstellung war, wenn er mal ein Erwachsener wird, dann möchte er die Welt insofern verändern, als er den Menschen hilft, sich einander anzunähern. Also Samanov hat diese Spannungen vor allem darauf zu, in der letzten Sendung waren ja die Nurg Mamdirn zu Gast und da ging es eigentlich auch sehr viel um Kommunikation und da wurde ja auch recht klar, dass da sehr viele Spannungen immer bestehen. Und Samenhof hat also diese Spannungen hauptsächlich auf die Tatsache zurückgeführt, dass sich diese Volksgruppen nicht verständigen konnten und dass so Missverständnisse entstanden sind. Vollkommen richtig. Und auf der anderen Seite hat er das einen Teufelskreis genannt. Das heißt, wer den anderen hasst, dessen Sprache lerne ich nicht. Wenn ich aber seine Sprache nicht kann, kann ich mich mit ihm nicht verständigen. Ja. Und da hat er also den Vorschlag gemacht, man möge sich quasi auf neutralem Boden finden. Ja. Und Stichwort Baukastensprache, der neutrale Boden drückt sich auch darin aus, dass diese Sprache nicht neu erfunden wurde, in dem Sinn, dass die Worte auch neu erfunden wurden. Es ist wurden. Eine a posteriori Sprache, ja? Also eine Nachfolgesprache und man könnte sie eigentlich als neu-hocheuropäisch bezeichnen. Neu. Es hat ja vor 400 Jahren Martin Luther aus den vielen deutschen Dialekten eine Hochsprache geschaffen. Ja. Genauso ist im 20. Jahrhundert, erst in den 30er Jahren, das Schwedisch zum Beispiel verbessert worden. Und auch in Norwegen gab es Sprachreformen. Und in Island gibt es eigentlich auch erst eine einheitliche Sprache, ich glaube sogar erst ab den 50er Jahren, also etwa ab 1950 aus verschiedenen Dialekten, wurde da künstlich eigentlich eine Schriftsprache geboren. Und aus dem Grund, wer also Esperanto oder eine der Plansprachen als ein Ungetüm ansieht, der irrt eigentlich sehr und man müsste sich wirklich damit beschäftigen, um zu verstehen, was diese Sprache wirklich kann. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Wissenschaftler und eigentlich Sprachforscher 3 Kriterien gefordert hatten. Ja. Und eine gute Plansprache muss diese 3 Kriterien erfüllen. Ja. Erstens Neutralität. Zweitens leichtere Erlernbarkeit als bei anderen Sprachen, also bei den Nationalsprachen, durch Regelmäßigkeit. Und drittens, man soll in dieser Plansprache alles ausdrücken können, was es in den Nationalsprachen gibt. Also alle Nuancen, Feinheiten. Ja, und das heißt also, nochmal darauf zurückzukommen, Esperanto ist eine Synthese aus sämtlichen europäischen Sprachstämmen. Das ist richtig. Ja. Samenhof ist also so hergegangen nach der größten Effizienz, wie man das auch wahrscheinlich heute machen würde, wenn man also Assoziationsmöglichkeiten schaffen will. Und selbstverständlich ist es eine Sprache aus unserem Kulturkreis. Aber da sind drin Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Slawisch, slawische Brocken, Italienisch und natürlich Lateinisch. Nicht? Mhm. Als Urstammsprache vieler europäischer Sprachen. Und er hat also die Wortwurzeln sozusagen miteinander verglichen, die Morpheme. Und dort, wo also die größte Übereinstimmung war, dort hat er also den Wortstamm genommen. Er hat systematisch, ist einfach hergegangen, hat jene Wortstämme verwendet, die in den meisten Sprachen vorkommen und die den meisten, der schon geläufig sind, beziehungsweise die am weitesten verbreitet sind, zum Beispiel Herz ist Cor. Cor, ja. Genau. Also Coro ist Herz, aus dem lateinischen Cor oder Cœur, Cuore, während Herz und Hart doch rausgefallen sind, nicht? Also war häufiger. Aber es gibt auch Worte mit also deutschem Hintergrund, Fenestro zum Beispiel. Und internationale Worte, Termini wie Plafono, Thermometro, Radio und dann die Regelmäßigkeit. Und wir werden im dritten Teil ja einen kleinen Einführungskurs in Esperanto geben, aber das wollen wir noch auf den dritten Teil uns aufsparen. Eine Weltsprache, so wie sie Esperanto sein möchte, und Englisch ist ja de facto inzwischen eigentlich diese Weltsprache geworden, aber eine Weltsprache, wie Esperanto eben auch eine ist, nur ist sie noch nicht oder nicht so verbreitet halt. Eine Weltsprache hat ja eine besondere Aufgabe. Ne? Das heißt, das ist ja, eine Weltsprache ist im Grunde
hat dadurch auch relativ großen ideologischen Unterbau, der bei Samenhof ja auch sehr stark vorhanden war. Ne? Also bei ihm war dieses einende Element, das war für ihn sehr wichtig. Ne? Das war, wie wir vielleicht dann später noch dazu kommen werden, der Hillelismus, den er also aufgegriffen hat, war ja im Grunde ihm persönlich fast noch wichtiger als die Sprache selbst. Die Sprache selbst war eigentlich nur das Vehikel dazu, eine im Endeffekt dann auch Weltreligion zu gründen, die im Grunde keine Religion ist in diesem Sinne, sondern eigentlich nur die Ökumene bis ins Extrem gesteigert. Das heißt, im Grunde kann also jeder machen, was er möchte. Es gibt einige Grundsätze, die die Menschlichkeit definieren, auf die einigen sich alle. Und, ja, lieber Tarek, wenn ich dich da unterbrechen darf, es geht also im Esperanto schon auch, das ist dann nicht nur die Verständigung, nämlich für Geschäft, Kommerz, was weiß ich, was auch immer, sondern die sogenannte interna Ideo. Ja, aber genau. Vielleicht sprechen wir dann im darauf nächsten Teil. Kommen wir da im nächsten Teil noch zurück. Machen wir jetzt mal eine kurze Pause und spielen wir Massive. Und im nächsten Teil wollen wir dann auch noch die eine Nummer da spielen. Es gibt eine Grazer Band, die also in Esperanto ein Lied. Vor 10 Jahren, ja, eine Popgruppe Tym & Co. Ja, Tym & Co. Also vor 10 Jahren in Esperanto ein Lied aufgenommen. Das werden wir dann auch noch im nächsten Teil spielen. Und jetzt erst einmal Massive. Ludovico Samenhof war ein Mann, der mit Abneigung, dem seine Gegner Abneigung entgegengebracht haben, die ebenso irrational war wie die Zuneigung seiner Anhänger. So sagt man. Und dieser Samenhof hat also die Sprache Esperanto erfunden, mit dem Zweck, er wollte also, die ganz klare Idee dahinter war eine völkereinende Idee. Das heißt, er wollte, dass also die Kommunikationsschwierigkeiten und die Missverständnisse, die dadurch entstehen, er wollte sie beseitigen helfen. Und tat das, indem er diese Sprache erfand, die eine Synthese aus verschiedensten europäischen Sprachen ist. Und ja, wir haben jetzt auch schon gesprochen von den Pogromen gegen Minderheiten im Bialystok, wo er also aufgewachsen ist, in Polen. Er war also Sohn einer jüdischen Familie. Und Esperanto ist also eine Baukastensprache, das heißt, im dritten Teil werden wir dann noch einen kurzen Esperanto-Kurs machen. Und wie schaut es denn jetzt mit dieser interna Ideo, glaube ich, nennt er das, ne? Also das ist also die innere Idee, und das ist eigentlich eine romantische Vorstellung, aber wenn man längere Zeit Esperantist ist, dann wird man vielleicht irgendwie das verstehen. Es geht also wirklich um die völkerverbindende Idee, um die Verbrüderung, wie Samenhof sich da ausgedrückt hat, wie gesagt, in einer Zeit, in der Jules Verne auch geschrieben hat. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um die Verbrüderung in erster Linie, sondern es ist auch die Zeit, in der ein Karl Marx zum Beispiel gelebt hat. Und interessant, dass gerade diese großen Bewegungen, die also im sozialen Bereich sehr vieles ausgelöst haben. Es ist eigentlich die Französische Revolution, die bis heute noch läuft irgendwo, von da weg der Beginn, oder die Konstituierung der ersten Demokratie, die USA. Ja. Und ich sehe das also als eine Bewegung, die noch immer läuft. Und da mitten hinein haben sehr viele Revolutionäre Esperanto auf ihre Fahnen geschrieben. Haben sie dem Volk sozusagen gezeigt, seht ihr, diese guten Ideen gibt es auch. Aber in dem Moment, wo sie oben waren an der Spitze, da hat man Esperanto verboten, teilweise sogar mit dem Tode bestraft. Das ist ja richtig, weil in dem Moment ist es ja ein Mittel der Information, des freien Flusses der Information von außen nach innen und umgekehrt. Und ich habe es zum Beispiel erlebt in Ungarn noch im Kommunismus, da durfte man, was weiß ich, Freies Berlin und ähnliche Sachen oder Voice of Munich und ähnliches oder auch Radio Luxemburg einfach nicht empfangen. Wenn das ein Polizist gehört hätte oder ein Spitzel, dann wäre man dran gewesen. Und genauso war es mit Esperanto. Also, darf ich da vielleicht noch etwas reinbringen? Und zwar, es schreibt hier ein gewisser Pierre Janton in seiner Einführung in die Esperantologie, dass Samenhof möglicherweise der Erste war, der begriffen hat, dass die Verwendung einer einfachen internationalen Sprache die Demokratisierung der Kultur und Kommunikation beinhaltet, schreibt er. Das heißt, Samenhof verweist in
seinen Schriften ganz klar darauf, dass jede lebende und noch mehr eine tote Nationalsprache derart mit Schwierigkeiten gespickt ist, dass auch nur ein halbwegs gründliches Studium nur denen möglich ist, die über genügend Zeit und finanzielle Mittel verfügen. Und eine Plansprache hingegen könnte jeder nach kurzer Zeit gut beherrschen. Und somit enthält seine Erklärung eine scharfsichtige Kritik der Bildung einer auf Reichtum gegründeten Elite und die Befreiung der Massen aus der Vormundschaft der Privilegierten durch die Möglichkeit, ohne die Vermittlung der Eliten miteinander in Verbindung treten zu können, ist eben ein klares Motiv von Ludwig Zamenhof. Es finden Sie also in seiner internen Idee doch erst viele Ansätze, die auch im Kommunismus zu finden sind eigentlich. Ja, kann man das so sagen? Nein. Ja. Ja und nein, es ist etwas Übergeordnetes. Es geht einfach darum, jeder Mensch sollte mit jedem direkt in Kontakt treten können, direkt sprechen können. Also die Schlagworte. Während das eigentlich unerwünscht ist von denen, die oben stehen. Ja. Es heißt also teilen, um zu herrschen. Nicht? Die Machthaber wollen also keine Verständigung des Volkes mit anderen Völkern, denn die anderen sind anders, das sind die Bösen und daher die Feinde. Ja. Und besser ist es, das Volk in Unwissenheit zu halten und sie durch Religion oder Ideologien gegen die anderen zu fanatisieren. Und es ist interessant, dass dies scheinbar schon durch Aufschaukeln von Nationalgefühlen bei unterschiedlichen Sprachen gelingt. Sonst wäre es zum Beispiel in einem der größten und reichsten Länder der Erde kaum möglich, Menschen dafür zu begeistern, aus Kanada zwei Staaten, nämlich Französisch und Englisch, machen zu wollen, um das Volk leichter beeinflussen und lenken zu können. Nicht? Ja. Denn für den Normalbürger entstehen daraus eher Nach- als Vorteile. Ja. Und als negativstes Extrem, das war eben für Zamenhof ein Gräuel, ist eben der Krieg mit viel Verlust, Schmerzen und Tod. Also trennen statt zu einen. Und dafür wurden immer drei Mittel eingesetzt. Übertriebener Nationalstolz, also Nationalismus und Chauvinismus, Religion und Sprache. Also anstatt Kommunikation, Ausgrenzung und Betonen von Unterschieden. Jetzt, wir leben ja im Zeitalter des Internets und das hört sich also an, als wäre Esperanto die Unplugged Version von Internet. Und ja, im Internet wird im Grunde, also wenn man das vom kommunikativen Aspekt her sieht, und im Internet wird jetzt Englisch gesprochen. Ne? Also das Internet hat sich seine Sprache jetzt quasi selbst gesucht und es ist also eindeutig Englisch, obwohl es natürlich in verschiedensten Nationalen im Internet auch Seiten gibt. Aber man muss danach fragen, was für ein Englisch. Es wird also total verwaschen, das Englisch geht eigentlich dabei kaputt. Nicht? Ja. Ich habe also mit Linguisten gesprochen, die das beobachten und selber im Internet tätig sind. Es ist also ein totales Verwässern. Einerseits werden wir unterwandert mit englischen Wörtern, klar. Das heißt, auch unsere deutsche Sprache ist jetzt schon voll, mit Anglismen. Die Franzosen schreien, weil die wollen ihre Grande Nation also nicht kaputt machen lassen durch solche Dinge, also ihre wunderschöne Sprache. Und also so würde eigentlich eine Welthilfssprache, die jeder beherrscht, die Nationalsprachen eher schützen. Ja. Aber was ist jetzt eigentlich jetzt von der Erlernbarkeit etc.? Was ist eigentlich der Vorteil von Esperanto gegenüber Englisch? Also der Stellenwert des Englisch, gehen wir vielleicht davon aus, da sieht es so aus. Wir unterliegen der Suggestion, dass ein jeder Englisch kann. Das ist ein totaler Nonsens. Ja. Ich habe es immer wieder erlebt auf meinen Fahrten, egal ob Italien, Ungarn, Ex-Jugoslawien und so weiter, aber auch mehr nach Westen, da ist es natürlich etwas stärker vorhanden, das Englisch. Aber ganz ehrlich, wenn wir 1000 Menschen in Graz, mitten in der Stadt, hereinrufen würden, wie viele, glaubst du, können so gut Englisch, dass sie bei einer Konferenz es wagen, den Mund aufzutun? Ja, jetzt kann man die Gegenfrage stellen, wie viele können Esperanto, aber... Richtig. Aber ja, wir haben ja darüber gesprochen, ich glaube, es hat einfach den Machthabern nicht gepasst, eine solche Sprache groß werden zu lassen. Das wird sicher mitgespielt haben, wenn man zum Beispiel weiß, dass Winston Churchill in den 30er Jahren zum Beispiel in der Südsee über 1 Million englische Pfund, das war damals ein enormes Geld, gespendet hat, damit das Pidgin Englisch Fuß fasst. Mhm. Und er hat recht behalten. Ja, also Englisch ist sicher die am meisten verbreitete Sprache, aber es ist noch nicht so weit, dass jeder wirklich fließend beherrschen kann. Ja? Und ist es jetzt so, dass für den durchschnittlichen Europäer, also jetzt mal von abgesehen von Engländern natürlich, es leichter ist, Esperanto zu lernen als Englisch? Es gibt Langzeituntersuchungen und da weiß man, dass zum Beispiel ein Deutscher, ein Franzose, Englisch für Englisch 10-mal so lang braucht wie für Esperanto und für Russisch etwa 50-mal so lang. Und umgekehrt für einen Engländer ebenso. Und okay.
Aber was mir dann jetzt auch auffällt, wir haben jetzt immer von Europäisch gesprochen und das Ganze soll eine Weltsprache sein, die also jetzt aus verschiedenen Sprachstämmen synthetisiert ist. Nur geht man da jetzt schon ab, es gibt ja dann auch noch sehr viele in Afrika, gibt es ja auch Sprach, also ich bin ja leider überhaupt kein Sprachwissenschaftler, aber es gibt da natürlich auch Sprachstämme und Chinesisch zum Beispiel geht man da jetzt völlig ab, Japanisch. Das heißt, diese Sprachstämme wurden dann nicht mit reingenommen, weil sie unvereinbar waren mit den anderen, das wäre dann zu ein großes Kudelmudel geworden oder warum nicht? Warum hat man dann? Ja, also damals waren ja die wichtigen Sprachen eben diese etwa 10 Sprachen aus dem Westen. Ja. Ja. Die anderen hat man hat damals kolonialisiert und man war Herrenvolk sozusagen, nicht? Also man hat aber genau deshalb wollte er richtig und das wollte er es verraten. Es stimmt. Aber man muss dazu sagen, natürlich gibt es auch arabische Brocken drin, auch Chinesisch zum Beispiel, und so weiter, wenige. Im Moment entziehen sich meinem Zugriff, aber in Zahlen und was weiß ich, es drückt sich immer wieder aus. Also ich habe solche Listen in der Hand gehabt, wo gerade diese Dinge durch Sprachwissenschaftler aufgezählt wurden. Ja? Und es geht aber jetzt nicht darum, sondern Esperanto ist streng phonetisch aufgebaut. Das heißt, jeder Buchstabe wird immer gleich ausgesprochen. Mhm. Und aus dem Grund kann einer, der mal weiß, wie diese Laute ausgesprochen werden, einem Buchstaben zuordnen. Und deshalb loben die Chinesen, die Japaner eben Esperanto sehr, weil sie sich da viel leichter tun als mit unseren Sprachen. Also das ist erwiesen. Ich habe jahrelang zum Beispiel El Popola Chinio abonniert, eine wunderschöne Illustrierte, die erschien monatlich und also ganz toll. Natürlich setzen es die Chinesen auch als Propagandamittel ein. Ja. Und in Peking gibt es also, ich glaube, täglich auf Kurzwelle Esperanto-Sendungen. Genau, das ist interessant. Also in China wird in Esperanto täglich gesendet. Genau. Ebenso in Warschau. Genau. Ja. Aber es gibt auch bei uns die Esperanto-Sendung und zwar auf Radio International. Genau. Kommt also aus Wien zweimal die Woche. Die haben auch eine Homepage und zwar ROI. .orf.at und von dort aus kann man dann auch dieses Programm einsehen und zweimal die Woche hast du gesagt. Zweimal die Woche wird auf Kurzwelle gesendet, auf verschiedenen Frequenzen. Dann würde mich noch was interessieren. Unter 6 Sprachen, also es gibt 6 Sprachen, die gesendet werden von Radio International, darunter auch Esperanto und es gibt etwa ein Dutzend Radiostationen in der Welt, die laufend Esperanto senden. Moskau, Radio Vatikan, BBC und so weiter. Ich habe also mit einem kleinen Kurzwellenempfänger mitunter Peking gehört oder die Stimme der Anden aus Südamerika. Und das ist eine ganz tolle. Das ist schon toll, wenn man weiß, versteht man das. Ja. Ich möchte noch einbringen. Ich war also als Mittelschullehrer am Carnere-Gymnasium, wo ich auch heute tätig bin, in den 80er Jahren sehr mit Esperanto befasst. Ich habe selbst aktiv als Esperantist etwa 10 Jahre lang Kurse gehalten. Ich kann mich noch erinnern, du bist also evangelisierend durch die Klassen gezogen. Ja, ich hatte damals etwa 100 Jünger, mit denen wir also bis Russland gefahren sind und es gab also eines der größten Ereignisse war in Budapest der große Weltkongress 1983. Und da war ich mit den Carnerianern unten und da waren über 5000 Menschen aus 70 Ländern dort. Also utopisch, wer also auf Periroden steht zum Beispiel und zum Periroden-Korn fährt, das wäre etwas Ähnliches. Man müsste diese Dinge eigentlich miteinander verbandeln. Ja, das war groß. Gibt es Periroden nicht auf Esperanto? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es Tim und Struppe auf Esperanto gibt, selbstverständlich. Okay. Und es gibt auch den Asterix, natürlich mit KS geschrieben, nicht mit X, weil X ist ja K-Z. Ja. Asterix, Kai Obelix heißt das. Gell? Und also ist, die gesamte Weltliteratur ist eigentlich in Esperanto übersetzt worden. Es gibt aber auch originale Werke. Und da möchte ich erwähnen, etwas ganz Einzigartiges ist in Wien in der Hofburg untergebracht. Da war früher Teil der Nationalbibliothek, ist aber jetzt autonom, eigenständig. Unter der Michaela-Kuppel ist das dort zu finden, der Eingang. Ich glaube im zweiten Stockwerk, das ist das Esperanto-Museum. Mhm. Und da gibt es über 18.000 Bände aus aller Welt, Originale, also original geschriebene Esperanto-Literatur, ebenso wie Fachwörterbücher über Aeronautik und weiß Gott was alles. Mhm. Und obwohl es hunderttausende Wörter gibt, kann man, wir haben solche Kurse gehalten, zum Beispiel den Zagreber Kurs, das hat man per Computer erarbeitet, und aus den
Worten. Also die man hat alles aufgenommen auf einem großen Kongress, eine Woche lang. Und da hat man dann das Ganze eingetippt und da hat man gemerkt, über 100.000 Wörter sind gefallen. Ja. Und man konnte das reduzieren auf 2.000 wichtige Morpheme und eine weitere Reduktion waren dann etwa 400 Stämme. Und nachdem Esperanto so aufgebaut ist, dass es etwa 3 Dutzend Wortbildungssilben gibt, ein Beispiel im Deutschen, Polizist, Polizistin, Lehrer, Lehrerin, ja, so ist auch dieses In im Esperanto bildend für das weibliche Geschlecht. Patro ist der Vater, Patrino wäre die Mutter, nicht? Mhm. Und damit spart man sich also eine ganze Menge Lernerei. Man kann aus diesen 400 Morphemen, also 400 Grundvokabeln, wenn man die lernt, mit den Wortbildungssilben kann ein geschickter Mensch etwa 10.000 Wörter bilden. Also man kann sich vorstellen, was man sich dann Zeit erspart. Es ist ja so, dass du hast mir eine kurze Einführung gegeben, dass also, wenn man ein Adjektiv hat, das Gegenteil dieses Adjektivs, also kalt, warm, ja, ist dann einfach nur durch mal vorgesetzt, mal davor, ist es, das Gegenteil. Was heißt jetzt warm? Schnell, oder? Das ist warmer. Warmer wäre kalt. Also nicht? Wirklich ja, relativ einfach. Bona gut, mal bona schlecht. Nicht? Das ist großartig. Einfach. Genau, ich habe nämlich auch immer gedacht, dass das so kompliziert wäre und so, ja. Aber es ist eigentlich total einfach. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ein chinesischer und ein spanischer Esperantist treffen sich in Kuala Lumpur und wollen miteinander sprechen. Haben die nicht irgendwie Probleme? Ich meine, verstehen sich die wirklich? Ja. Ich habe das auf Kongressen immer wieder erlebt. Wir hatten also Symposien auch zum Jahr der Familie hier, als wir Anfang der 90er Jahre da ein Symposium gehalten hatten und wir haben ja auf dem Esperanto-Platz zum Beispiel dieses Denkmal bekommen zur 100-Jahr-Feier von Esperanto 1987. Und da treffen sich also Leute aus verschiedenen Ländern. Und es gibt ja einen Dachverband, die Universale Esperanto Asocio, mit Sitz in Rotterdam. Und ich habe das kleine Handbüchlein hier, das jedes Jahr erscheint. Und wir haben also Delegierte in über 100 Ländern. Ja. Und es ist wunderbar, wenn man da jemanden treffen will in einer Großstadt. Man ruft einfach an, das sind mehrere Adressen und schon hat man Verbindung. Ja, egal, ob man Hilfe braucht. Ich habe mal eine Panne gehabt in Bologna. Da war ein sehr liebenswürdiger Signor Origi, der eine Coltelleria gehabt hat, eine Messerfabrik. Und der hat mir also sofort geholfen. Und ich bin mit der Autoreparatur in kürzester Zeit bei seiner Reparaturwerkstätte drangekommen, wo andere Schlange warten mussten und es war ein bisschen unfair, aber ich habe weiter müssen. Allerdings sind wir an dem Abend noch mit den Esperantisten ausgegangen. Es war ein wunderschöner Abend und ich muss sagen, also den ärgsten Dialekt haben nicht die Chinesen im Esperanto, also die Aussprache, sondern die Amerikaner. Aha. Ja, die sagen Esperanto, nicht? Also aha, da verfälscht es schon und genauso wie es die Universale Esperanto Asocio gibt, also den Dachverband der Esperantisten, so gibt es in Paris, die Academia Esperantista, und zwar wird da darüber gewacht, dass es keine regionalen Verfremdungen gibt. Nicht? Also man passt auf, es sollen keine lokalen Dialekte entstehen. Und auch Neologismen, also Neuwörter, werden erst aufgenommen über diese Esperanto-Akademie. Also irgendwie in Frankreich, ne? Da gibt es auch... Ja, also als der Computer kam, da war dann der Streit, soll es Computilo heißen oder Computero, nicht? Ja. Es hat sich Computero durchgesetzt. Aha. Computilo wäre Il, ist immer ein Mittel, irgendetwas zu machen. Ja, wie Mangilo, Mangi heißt Essen, Mangilo ist ein Esswerkzeug. Also wenn man bei den Chinesen Mangilo bestellt, das sind die Esswerkzeuge, bringt er vielleicht Stäbchen, aber er versteht mich. Mhm. Ja, okay, also im dritten Teil wollen wir dann versuchen, einen kleinen Esperanto-Kurs zu halten. Und ich werde jetzt einmal, und dann werden wir auch noch diese Grazer Band spielen, wenn wir den Plattenspüler anwerfen können, der sich irgendwie da noch nicht bewegt. Aber wir werden schauen, dass wir es in der Pause dahin bringen. Ja, und hier hören wir also Tim und Co., eine Grazer Band, die, ich hoffe, wir haben jetzt nicht instrumental, nein, haben wir nicht, die in Esperanto Pop-Songs aufgenommen haben. Das klingt eigentlich wie Italienisch. Ne estas certa
sentas min arbeto en maldensa terra. Malforta kai facile moveva sen helpa devas fali en ven. Devas fali en ven. Ja, okay. Das ist also Tim & Co. Eine Band, die in Esperanto singt. Und es ist eigentlich eine sehr musikalische Sprache. Ich meine, es ist also, hört sich im ersten Eindruck an wie Englisch und wie Englisch, wie Italienisch. Also ich hätte jetzt dann einfach auf Italienisch getippt, obwohl ich mich dann gewundert hätte, weil ich gar nichts verstehe. Ja? Ich werde mitunter gefragt, wie hört sich also Esperanto wirklich an? Lässt sich das überhaupt für Übersetzungen anwenden und so weiter? Ich muss sagen, ich kenne keine andere Sprache, die so gewandt ist und die man so hin und her drehen kann und trotzdem den Sinn wunderbar wiedergibt. Ich darf hier vielleicht, wie hört sich's an? Es ist also eigentlich eine wohlklingende Sprache, glaube ich, und kein Sprachungetüm. Und ich habe hier ein Gedicht eines Ungarn, Bagi Jula, auf Esperanto heißt er Julio Bagi und oder Julio Bagi und es heißt, das Gedicht heißt Canto del Vagabondo, also Lied des Vagabunden. Vagabond del mondo estas mi, vaganta sur la terre, en animo regas harmoni, cun gioio kai esper. Se trompas min la sort favor, perfidas amatin, vagabond del mondo en la cor, mi restas gis la fin. Viele werden einiges schön, ne? Verstanden haben und ich glaube, es klingt wie eine normale, wie eine natürliche Sprache. Also Vagabond heißt das eigentlich. Der Vagabund, ja. Und es waren hier natürlich, ja, das ist in der Lyrik erlaubt, Abkürzungen drin. Ansonsten müsste ich sagen, nicht vagabond del mondo, della mondo, es das mi und vaganta sur la terra auf der Erde wandernd, ja, müsste es heißen. Okay, ist das jetzt so, ist das irgendwie definiert, was darf ich weglassen oder nicht? Oder ist das ja, man darf also die Endvokale weglassen, aber nur in der Lyrik. Ja? Ja. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben dafür. Ich meine, in der Lyrik ist dann sowieso alles erlaubt, ja, aber ja, also in der normalen Umgangssprache ist das dann auch erlaubt eigentlich. Was? Sollte man nicht, aber della kann man schon als del sprechen, gell? Ein Beispiel, die Mathematiker werden sofort verstehen, worum es hier geht. Bei einer Übersetzung, wo also nicht nur der Sinn wiedergegeben werden soll, sondern möglichst wortgetreu, lässt sich Esperanto insofern wunderbar einsetzen, als die Satzstellung, die Wortstellung im Satz eigentlich vollkommen frei ist. Das heißt, ein Beispiel, Kato ist die Katze. Ja? Ein Substantiv endet immer mit O, ein Adjektiv immer mit A. Die Gegenwartsendung für alle Personen bei einem Zeitwort endet mit As. Mangi, also die Nennform, essen, mangi, wird zu mangias in der Gegenwart. Und zwar für alle Personen. Ich brauche also nicht jede Form extra zu lernen für Einzahl, Mehrzahl, ich esse, du isst, er isst und so weiter, wir essen, sondern mi mangias, vi mangias, li mangias, es bleibt immer gleich. Mhm. Wir nehmen vielleicht gleich einmal die Zeiten durch. Mangis ist in der Vergangenheit, mangios die Zukunft, für alle Personen. Mhm. Also eine wahnsinnige Vereinfachung. Die gesamte Grammatik zum Beispiel, das Esperanto 16 Regeln ohne Ausnahme, hat Platz auf einer Visitenkarte. Und dennoch treten da keine Unstimmigkeiten auf. Nein, ich möchte jetzt ein Beispiel geben. Wenn ich sage, Muso ist die Maus und ich sage, Kato mangias Muso, bedeutet das noch nichts. Weil man muss ja sagen, wer oder was gefressen wird. Also wenn ich den vierten Fall an, es gibt nur vier Fälle. Den ersten Fall, der zweite wird mit de gebildet, patro, der Vater, de patro des Vaters, al patro dem Vater und patron den Vater oder mi sendas letteron al patro, alla patro, ich sende einen Brief an den Vater. Wenn letteron. Oder was. Letteron. Ein ankenkt, dann ist es der vierte Fall. Und das ist immer so, es gibt keine Ausnahme. Und jetzt sage ich, Kato mangias muson. Katze frisst die Maus, ja, isst die Maus. Kato muson mangias, kann ich aber auch sagen. Also die Wortstellung wird verändert. Mhm. Also nochmal, Kato mangias muson, Kato muson mangias. Oder mangias Kato muson, mangias muson Kato. Die vierte Möglichkeit, muson
Cato mangias, muson mangias Cato. Das heißt drei Wörter und sechs Möglichkeiten. Im Englischen habe ich im Active Voice nur eine einzige. Cat eats mouse. Ende. Ich muss ins Passiv gehen, damit ich sagen kann, a mouse is eaten by cat. Okay? Also unwahrscheinliche Flexibilität. Ich will jetzt aber nur noch ganz kurz ein Beispiel geben. Es sind also, die gesamte Weltliteratur ist bereits übersetzt und ich habe hier ein paar Sätze aus der Genesis, Unua Libro de Moseo, also so hört sich das an, erstes Buch des Moses. En la comenzo Dio creis la cielon kai la teron. Also am Beginn schuf, kreierte, also Dio, la cielon, wenn oder was, den Himmel, kai la teron, und die Erde. Kai la tero estis sen forma kai deserta, und die Erde war ohne Form und leer, wüst. Kai mal lumo estis super la abismo, und lumo ist das Licht, mal lumo und Dunkelheit, estas ist bin bis sind seit, sind, ja, estis war, waren und so weiter. Und mal lumo, also und Dunkelheit war super la abismo, über dem Abgrund, kai la spirito de Dio schwebis super la aquo, und der Geist des Herrn schwebte über dem Wasser. Also eigentlich, wer sich schon ein bisschen mit Latein beschäftigt hat oder mit anderen Sprachen, besonders romanischen, wird da wahrscheinlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Wir haben Kurse gemacht an zwei Wochenenden. Zum Beispiel im Pädagogischen Institut für Steiermark. Damals war noch Hofrat Haas der Direktor. Und wir hatten also mit den Esperantisten in Ungarn, Várpalota Csár Ernő zum Beispiel, oder mit Zlatko Tischler aus Zagreb damals, der diesen Kurs aufgebaut hat. Es gibt übrigens 14 Büchlein mit seitengleichem Text, sodass ein Lehrer eigentlich Menschen aus 14 Ländern gleichzeitig unterrichten kann. Nicht? Wenn die also in ihrer eigenen Heimatsprache dieses Büchlein vor sich liegen haben. Und das wollte ich sagen, dieses Büchlein enthält diese Auszüge, 400 Morpheme, und etwa 3 Dutzend Wortbildungssilben in 12 Lektionen. Das kann man in 30 Stunden durchnehmen. Das haben wir gemacht, einmal in Graz, in St. Martin oder am Pädagogischen Institut. Und dann eben in Zagreb oder in Rijeka oder in Várpalota. Also eine Woche Ungarn. Ungefähr? Wir haben es an zwei Wochenenden gemacht. Einmal waren die Jugoslawen unsere Gäste und die Ungarn oder Italiener. Und wir haben also hier 3 Tage gemacht, von Freitagabend bis Sonntagabend und Sonntagabends und dann am nächsten oder in 2 Wochen darauf dort. Und es war wunderbar zu sehen, wie die Menschen schon nach wenigen Stunden begonnen haben, miteinander zu kommunizieren in den Pausen, Kaffeepausen und so weiter. Also es ist unwahrscheinlich, es gibt keine vergleichbare Sprache, die das könnte. Und tun sich jetzt, ich muss wieder darauf zurückkommen, tut sich ein Chinese genauso leicht, diese Sprache zu lernen? Sagen wir, nicht ganz so leicht, weil er die Assoziationsmöglichkeiten nicht hat wie wir. Allerdings muss man auch sagen, einer, der bereits geschult ist, der verschiedene Sprachen gelernt hat, der Englisch kann sehr leicht, während einer, der noch nie Sprachen gelernt hat, kein Sprachstudium hinter sich hat, weder Mittelschule noch sonst irgendwas, der tut sich sicher schwer. Und es gibt sehr viele Menschen aus dem Volke, die also eine Neigung haben zu Esperanto, also wirklich herzlich. Und ich kenne also viele solche Menschen, die auch in den Clubs immer wieder als Mitläufer waren. Und das sind also die Eternae Commenzantoi, die ewigen Anfänger. Das heißt, die kommen nicht weiter, weil sie einfach nicht das Lernen gelernt haben, wie man sowas macht. Würden sie sich einfach ernsthaft hineinsetzen in einen Kurs und mitmachen, dann würden sie natürlich, ein bisschen verstehen es meistens, während andere, aber es ist in jeder Sprache so. Für viele ist ja auch die eigene Muttersprache beinahe eine Fremdsprache. Ja. Und ich möchte jetzt nur noch ein Beispiel bringen, wenn ein Spanier Französisch und Italienisch gelernt hat und ein Holländer Englisch und Deutsch, so können diese beiden Menschen eigentlich 6 Sprachen und sie können noch immer nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Also das ist die Idee des Esperanto. Nee. Nicht? Weil jetzt gerade angesprochen, diese ewigen Anfänger, also es gibt also viele Leute, die sich einfach angezogen fühlen von der Atmosphäre, die bei solchen Treffen weiter herrscht, und da kommt wieder ein bisschen gegen Ende noch einmal zu sprechen auf die interna Ideo. Das heißt, diese Ideologie, die dahinter steht und die für Samenhof sehr, sehr wichtig war. Ne? Eigentlich, zumindest in diesem Brief, den du mal gegeben hast, war das der wichtigste Aspekt seiner ganzen Arbeit, war er eigentlich, diese Konflikte zu helfen, zu beseitigen. Ja. Und für ihn, er hat vielleicht für mich gesagt,
Ich möchte das Zitat jetzt nur kurz anbringen, weil man hat dann immer wieder versucht, also dieses Esperanto zu entideologisieren, auch als Angst. Also auch diesen Weltkongress, ich glaube in Nizza hat der stattgefunden, diese Erklärung war sehr unideologisch und es war also rein, man hat gesagt, man möchte eine... Es war in der Nähe von Nizza, Boulogne-sur-Mer. Aha, das okay, war 1905 war der erste genau. Esperanto-Kongress und dann wurde diese Esperanto-Kongresse jährlich fortgesetzt. Mit dem Zweiten Weltkrieg war es dann aus für eine Zeit lang und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie wieder eingesetzt. Ab 47 war es mir da. Und es sind also auch heute noch, es ist spektakulär, es ist also wirklich ein richtiger Korn, ein Treffen, wo tausende Menschen zusammenkommen aus aller Welt. Na, ich wollte das nur das Zitat, das also Samenhof da gesagt hat, angesprochen auf dieses Thema der Ideologisierung. Wenn man nicht das Recht hat, jemanden ein Ideal aufzuzwingen, kann man auch niemandem das Recht nehmen, eines zu haben. Und diesen Satz finde ich doch recht interessant. Also er wollte zwar, nehme ich daraus, niemanden diese Ideologie, die dahinter steht, aufzwingen, richtig. Aber er hat eben gehofft, dass das quasi automatisch mitkommt. Ne? Also wenn man jetzt schon diese Weltsprache lernt, dass man dann auch sich für das interessiert, das eben dahinter steht, nämlich die, ja. Ja, das ist also vollkommen richtig, Kommunikation, wenn man sich mit Esperanto auseinandersetzt, seine Schriften liest und so weiter, also Samenhof-Schriften, dann sieht man, dass ihm das wirklich vorgeschwebt ist, also er wollte die Menschen einander näher bringen, ja. Und zwar aller Herren Länder. Ich möchte nur vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, dass es auch andere Sprachschöpfer gab, zum Beispiel einen gewissen Martin Schleyer, einen geistlichen Herrn, der bereits 10 Jahre vor Samenhof das Volapük hervorgebracht hat. Genau. Nur war das eine so komplizierte Sprache, dass es er selbst, der Sprachschöpfer, nie fließend sprechen konnte, gell? Dann und es war auch keine Apostelore-Sprache, sondern ja, eher eine A-Priori-Sprache, weil sehr viele Silben... Also es hat dieser Mann hat auch, im Gegensatz zu Samenhof, hat das Zepter fest in der Hand behalten. Das heißt, ohne ihn konnten keine Änderungen in diese Sprache eingebracht werden, wenn dessen Esperanto eine Sprache ist, die auf diesem Weltkongress ständig neu definiert heute wird. Heute, an Samenhofs 141. Geburtstag, heute ist der Geburtstag, dass, ja, es passt genau, die Sendung. Er war ein sehr bescheidener Mensch und er hat das nicht als ein Patent angesehen, sondern er ist einfach nur der Initiator, das heißt der Wegbereiter gewesen und er hat immer wieder gesagt, es ist auch klar, diese Sprache, dass sich verändert. Ja. Und das wollte er, dass sie wie eine lebende Sprache, also und das ist sie auch geworden, unter denen, die Esperanto sprechen, sich auch verändern kann, moderner werden kann und sich eben den Bedürfnissen der modernen Menschheit anpasst. Nicht? Und darüber wacht dann die Esperanto Akademio. Ich wollte da nur sagen, es gab also verschiedene Versuche, die bekanntesten waren also dieses Volapük und dann auch ein Latina Sine Flexione und ähnliche Versuche, gell? Aber nur Esperanto hat nicht nur 120 Jahre überdauert, sondern ist eigentlich immer stärker geworden. Laut UNO-Schätzungen gibt es etwa zwischen 2 Millionen bis 20 Millionen Menschen, die also mit Esperanto irgendetwas zu tun haben auf der Welt in über 100 Ländern. Das sind also UNO-Schätzungen. Esperanto, also zwischen 2 Millionen und 20 Millionen wird geschätzt. Also ich finde, es ist vielleicht etwas zu hoch angesetzt. Ja? Die 20 Aber, Millionen. Ja. Aber es gibt sehr viele Menschen, die also wirklich damit zu tun haben. Wenn man ein bisschen hineinriecht, dann wundert man sich. Ich habe hier noch einmal dieses Jahr Libro der Universal Esperanto Assozio. Und da gibt es zum Beispiel die Sektionen. Das beginnt mit Arto. Lustigerweise auch Atheismo natürlich, Automobilismus. Bahaismo, diese moderne Religion, nicht von Bahá'u'lláh, oder Biblismo, dann gibt es auch die Fahrradfahrer, die Blinduloi, das sind die Blinden und so weiter. Es geht also über Ecologio und was weiß ich, über Mathematikisto, Philosophio und es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, da oder dort mitzumachen, dann gibt es auch die Behinderten, die Handicapitoi, dann Instruado, also Unterricht. Das sind alle Sektionen, die da zusammengefasst sind. Ja. Und da ist also immer angegeben in dem Büchlein, wer also gerade Chef ist in diesem Jahr oder über mehrere Jahre hinweg, wo der erreichbar ist, ist die Telefonnummer dabei und so weiter. Also man kann sich an diese Leute wenden. Auch Kommunismo, Computico wäre natürlich, das sind die Leute für Computer, ja. Da steht Tutmonda Associo pri Cibernetico. Also da geht es um Kybernetik. Gell? Also und ganz. Das sind also verschiedenste Vereine, die ja, Esperanto sprechen und bestimmte Minderheiten jetzt
ansprechen. Oder? Selbstverständlich, um Minderheiten vertreten. So gibt es zum Beispiel einen österreichischen Arzt in Wien, den ich persönlich kenne, ein wunderbarer Mensch, Sam Seksamo beispielsweise. Er ist derzeit der Chef der Gleichgeschlechtlichen der Welt sozusagen. Wobei der Sam Seksamai ge Esperantistoi, ge ist beiderlei Geschlechts. Ja? Mhm. Die fassen das in einem zusammen. Gell? Also dann Scienzo, Wissenschaft, und das geht also weiter bis Verkistoi, das sind die Schriftsteller und. Mhm. Vegetarismo und also je nachdem, wo man Interesse hat. Schach, Turismo und so weiter. Bei Turismo fällt mir ein, es gibt da eine sogenannte Passporta Servo, was besonders junge Esperantisten nicht nur anspricht, sondern auch nützen. Sehr viele Esperantisten, die zum Beispiel schon in Pension sind, machen sich einen Spaß daraus, mit der Jugend zu tun zu haben, damit sie nicht verblöden sozusagen. Auch aus Interesse, Kommunikation und so weiter steht im Vordergrund. Sie machen gerne Stadtführungen oder helfen weiter. Aha. Und da gibt es ein eigenes Büchlein für eine Unterordnung der UEA, der Universale Esperanto Asocio, nämlich die Junulara Gruppe, die Jugend. Und diese Weltjugend gibt also das Passporta Servo heraus und jeder kann das also haben, wenn er Mitglied ist. Und da stehen also die Adressen in aller Welt drin, wo man zum Beispiel umsonst übernachten kann. Da steht drin 3 Nächte, 2 Personen oder 3 Personen, dann der Wunsch Nichtraucher und diese Sachen sind also kaum oder gegen geringen Entgelt. Die kann man aber nur in Anspruch nehmen, wenn man Esperanto spricht? Ja, natürlich. Also das sollte schon so sein. Also wie weit man spricht, das ist nicht vorgeschrieben, auch wenn man ein bisschen dann sind wir so schnell lernt. Balbutas, wenn man nur brabbelt sozusagen, okay, geht auch, gell? Ja. Aber man kann der gute Wille zählt, oder? Genau das, genau darum geht es. Also man muss zumindest wollen. Ja. Es ist also eine weltumspannende Organisation und wir haben auch also in der UNO, eigentlich sind wir auch drin, und zwar wo es um die Kinderorganisation geht. Ja. UNESCO. Aha. Und die UNO, du hast gesagt, also 2 bis 20 Millionen Menschen schätzungsweise können fließend Esperanto. Naja, ich möchte nicht sagen fließend, aber man kann sich mit diesen Menschen verständigen. Ja. Und okay. Ja, also für mich war das sehr interessant. Also ich habe da relativ viel Neues gelernt, weil also Esperanto hat mir jetzt nicht allzu viel gesagt. Was mir so erstaunt hat, ist, es ist relativ einfach zu lernen und es gibt also eine ziemlich starke Community. Ja, mi nur povas diri che mi lernis tion ci tre interesan kai personan lingvon en nur circa 6 semainoi. Ich habe es mir selbst in etwa 6 Wochen beigebracht und ich habe also Kurse abgehalten mit Jugendlichen, die nach einem Jahr ernsthafte Literatur bereits gelesen hatten. Mhm. Das sind bitte 30 gezählte Stunden gewesen, Schulstunden. Okay. Nicht? Also da hat mir ein alter, lieber Esperantist geholfen, also der früher Esperanto unterrichtet hatte. Und ich möchte noch sagen, es gibt also sehr interessante Leute, die man da kennenlernen kann. Zum Beispiel ist in Wien einer der Chefitäten der Chefastronom, das ist Professor Dr. Michael Meitzen, ein wunderbarer Esperantist. Und also seine Vorträge zu hören ist ein Genuss. Also erhält ich habe bei uns auch, ja, wenn es sein muss, also über Astronomie und so weiter. Und natürlich auch Esperanto. Und es werden auch Esperanto-Kurse angeboten. An der Urania weiß ich nicht, ob derzeit etwas läuft. Hier in Graz bei uns macht es der Hofrat Dr. Perko auf der Uni für alle Fakultäten Esperanto, also 2 Stunden oder 1,5 Stunden Fach die Woche. Und da können also alle inskribieren, die Interesse haben. Und ich finde, jeder, der sich mit Linguistik beschäftigt, sollte eigentlich auch in die Plansprachenwissenschaft einmal zumindest ein Semester hineinriechen, um mitreden zu können. Und es reicht ja um Esperanto? Also wer sich ein bisschen hineinkniet, kann innerhalb weniger Wochenenden Esperanto so lernen, dass er sich eigentlich fließend mitteilen kann. Und es gibt dann auch relativ viele Menschen, mit denen er das sprechen kann. Okay, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Auch ich bedanke mich und darf mich verabschieden und darf noch einen schönen Abend wünschen und ein sehr schönes Weihnachtsfest und alles Gute zum neuen Jahr. Cara ge auscultantoi, gis reaudo, kai mi desiras al vi belain christnascan festotagoin, kai cion bonon jela venonta jaro. Gis reaudo. Okay, ich nehme an, das heißt fröhliche Weihnachten. Und ein gutes neues Jahr. Ja, es gibt übrigens bei Radio Helsinki heute auch ein Weihnachtsfest, vielleicht möchte jemand noch da vorbeischauen.
Das nächste Mal wird bei mir zu Gast sein ein Herr Lamil Carrizo. Das ist nur sein Künstlername. Also nicht so sehr Künstlername, er beschäftigt sich mit der Kraft der Gedanken. Das wird sicher recht interessant. Ich weiß noch nicht genau, was mich da erwartet, aber ich bin jedenfalls gespannt. Diese Sendung findet statt am 29. Dezember 2000. Bis dorthin wünsche ich allen schöne Weihnachten und ich beschließe mit John Lennon und Imagine.